Gut, grüezi wohl miteinander. Schön, dass Sie da sind. Der zweite Referent, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist der Andreas Gross. Kennt ihr den? Vom Morgarten. Da habe ich ihn gefragt, ihr werdet es nachher sehen, wenn er redet oder hören. Er kommt aus dem nördlichen Nachbarland. Er hat gesagt, er hat sich die Frage gestellt, ich will ins beste Land reisen. In dem besten Land will ich im besten Kanton oder im besten Kanton will ich in die beste Gemeinde gehen. Das ist Morgan. Das war seine Analyse, oder? Und er ist jetzt auch so unterwegs, also er kämpft jetzt eigentlich ein bisschen für, dass da nicht alles mit Mobilfunk zugebaut wird. Andreas, du wirst jetzt am Anfang kurz etwas erzählen über deine Arbeit, die du gemacht hast im Kanton Zug. Rund 10 Minuten. Gut, jetzt habe ich glaube alles gesagt. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Profitieren Sie und nehmen Sie das mit, was Sie hier aber erfahren und diskutieren Sie es auch mit Ihren Leuten oder Ihrem Verein oder in Ihrer Gruppe, wo Sie unterwegs sind. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Und dann haben wir eigentlich das Ziel schon recht erreicht. Andreas, möchte dir das Wort geben? Danke, Ivan. Schöne Einleitung. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Andreas Groß, ich lebe in Moorgarten, bin Ingenieur und habe Elektrotechnik und Elektronik unter anderem studiert und auch eine Funkerprüfung beim BARCOM absolviert. Ich bin Schriftsteller und Verleger von mittlerweile 57 Büchern. Ein paar davon findet ihr vorne am Büchertisch. Vor 2 Jahren wurde in Moorgarten ein Bauantrag gestellt, um eine 5G-Antenne zu bauen. Und da wurde ich alarmiert und gefragt, ob ich Einsprachen machen würde. Seither schreibe ich die Einsprachen für den Kanton Zug. Morgen wird die 27. in Steinhausen eingereicht. Und auch im Auftrag für Ivan Eaton habe ich für die Untereggeri-Baueinsprache geschrieben, die von fast 1000 Einsprechern unterzeichnet wurden. Und es wird immer leichter, diese Unterschriften zu sammeln, denn von 10 Angesprochenen sind also 7 Bürger ohne weitere Diskussion bereit zu unterzeichnen. Denn die Menschen haben vom Elektrosmog die Nase voll. Die Gemeinden scheren sich allerdings kaum darum, dass wir dagegen sind. Sie orientieren sich an den Empfehlungen des Bundes, berufen sich auf die Prüfung durch das kantonale Umweltamt, die Bauanträge meistens durchwinken. Von den 27 Antennen hier im Kanton Zug durfte bislang keine gebaut werden. Aber in 2 Fällen gab es eine Baugenehmigung und dagegen sind wir in die nächste Instanz weitergezogen. Unser Hauptargument in den Einsprachen sind natürlich die gesundheitlichen Auswirkungen und die Zerstörung der Umwelt. Doch auf genau diesem Ohr stellen sich die Gemeinden und der Kanton taub. Sie sind der Auffassung, diese Entscheidung habe der Bund getroffen und gehöre nicht in ihren Einflussbereich. Auch vor dem Bundesgericht haben wir bislang nur Teilgewinne erzielen können. Der letztendliche Erfolg steht da noch aus. Aber inzwischen habe ich den Dreh raus, wie wir 5G einfach stoppen können. Das ist einerseits sehr einfach und andererseits sehr schwer. Dieses Paradoxon möchte ich kurz erklären. Es müsste eigentlich sehr einfach sein. Denn als vor 5 Jahren beschlossen wurde, 5G weltweit einzuführen in allen Ländern, hatte schon der Antennenhersteller Ericsson in einer Präsentation vor seinen Kunden davor gewarnt, dass in Ländern wie der Schweiz mit unseren Grenzwerten 5G gar nicht installiert werden darf. Deshalb hat der Bundesrat damals auch vor dem Parlament den Antrag gestellt, die Grenzwerte zu lockern, um 5G zu ermöglichen. Damit ist aber im Ständerat 2-mal abgeschmettert worden. Die Grenzwerte wurden nicht erhöht. Trotzdem hat er dann die neuen Frequenzen für 5G an die Firmen Swisscom, Salt und Sunrise für 350 Millionen versteigert und glaubt seither im Zugzwang zu sein, 5G auch gegen den Willen der Bürger durchzudrücken.
Wir bräuchten also nur auf die Einhaltung der Gesetze zu beharren und schon wäre der 5G-Spuk zu Ende. Aber jetzt kommt der schwierigere Teil. Denn die Mobilfunkbetreiber lügen wie gedruckt in ihren Bauanträgen und behaupten, es sei alles im Rahmen. Und da das Fachgebiet ein Buch mit 7 Siegeln ist, gibt es bislang niemand, der das wirklich durchschaut, was für Tricks die anwenden. Die Entscheider wie Gemeinderäte, Kantonsräte, Nationalräte, Richter, Behörden blicken nicht wirklich durch. Das erreichen die Mobilfunkfirmen auch dadurch, indem sie die technischen Unterlagen der Antennen geheim halten. Die haben sogar die Hersteller gebeten, die technischen Datenblätter aus dem Internet herauszuholen, sodass die nicht von uns gefunden werden können. Und dagegen protestiert niemand in den Behörden, weil man das Fachchinesisch sowieso nicht verstehen könne. Aber genau diese Unterlagen enthüllen die Lügen und beweisen, dass die Antennen die Grenzwerte überschreiten würden. Kürzlich hatte ich allerdings über Beziehungen zu Technikern aus China dann doch technische Unterlagen über die Huawei-Antenne in Moorgarten erlangen können. Daraus ging hervor, dass für einige Nachbarn die Strahlungsenergie doppelt so hoch sein wird wie zulässig und für einen Nachbarn sogar das 6-fache. Dieser Beweis sollte den Bauantrag in Moorgarten zu Fall bringen. In Steinhausen haben wir bemerkt, dass in 60 Meter Entfernung vom Neubau schon eine Mobilfunkantenne steht und strahlt. Diese hätte gemäß unseren Gesetzen mit in die Berechnung mit einbezogen werden müssen, was wohl einfach vergessen wurde. Stattdessen wurde behauptet, dass der Strahlungsgrenzwert für die Nachbarn nur zu 99% ausgereizt sei. Also die haben immer noch 1% Luft. Unter Berücksichtigung der zweiten Antenne darf die neue natürlich nicht gebaut werden. In der Schweiz hatten wir einen Fall, wo die Antenne 4 Meter von einem Bach entfernt gebaut werden sollte. Dabei ist ein Mindestabstand von 10 Metern in den Bauvorschriften verankert. Als wir das bemängelten, log der Rechtsanwalt des Swisscom und reichte eine Bauzeichnung ein, gemäß dem der Abstand 10 gewesen sein soll. Wir konnten dagegen nachweisen, dass es nicht 10 Meter waren, sondern 10 Fuß. Und so konnten wir den Bauantrag zu Fall bringen. So abenteuerlich sind die Lügen in den Unterlagen. Papier ist geduldig. Natürlich werden solche Anträge von den Firmen abgestempelt und von Mitarbeitern verantwortlich unterzeichnet. In Moorgarten zum Beispiel von einer Rumänin im Namen einer Firma, die längst im Handelsregister gestrichen war. Das hat aber in den Verwaltungen von Oberäggeri und im Kanton niemand bemerkt. Mit diesen 3 Beispielen will ich zeigen, welche Detektivarbeit wir leisten und dabei auch sehr wirksam sind. Die Arbeit ist oft spannender als ein Krimi. Jedoch fehlt es uns an Fachleuten, denn die Flut der technischen Unterlagen auf meinem Schreibtisch kann ich nicht länger alleine bewältigen. Ich habe heute gerade wieder 40 Seiten reinbekommen von einer Baugenehmigung in Rotkreuz, wo wir jetzt 20 Tage Zeit haben, das weiterzuziehen. Ich habe mich daher entschieden, mich eher bundesweit zu engagieren und mehr Fachleute auszubilden, wie man die Fehler in den Unterlagen findet. Wenn genügend Leute das Spiel durchschauen und wir mit guten Videodokumentationen die Fälschungen bekannt machen, dann haben wir die eben benannte Schwierigkeit überwunden. Wir müssen die interessierten fachfremden Entscheider, die Gemeinderäte, Kantonal- und Nationalräte, Richter und so weiter, so informieren, dass sie die komplexe Materie durchschauen und richtige Entscheidungen fällen können. Dazu brauchen wir ein interdisziplinäres Team von Elektronikern, Elektrotechnikern, Fachredakteuren, Juristen, Filmemachern, Videospezialisten, Grafikern, die gemeinsam an diesem Projekt arbeiten, um die Inkompatibilität von 5G-Mobilfunk mit den Schweizer Rechtslage aufzuzeigen. So können wir die Verstrahlung unserer Umwelt Einhalt gebieten. Bitte überdenke, wie du dabei helfen kannst. Vielleicht kennst du auch jemanden, der dafür geeignet ist.
nimm gerne Kontakt mit uns auf. Unsere Website ist www.5gfrei.ch oder heute Abend nach dem Vortrag an unserem Büchertisch. Letztendlich werden wir natürlich gewinnen, eine strahlungsfreie Schweiz und auch anderswo. Vielen Dank. Ja.